3, 2, 1. Hey Leute und herzlich willkommen zu dem ersten Black Ops 3 Live Commentary auf diesem Kanal. Ich bin so gehypt von dem Spiel, das könnt ihr mir gar nicht glauben. Ja, ich bin Level 28, hab das jetzt gestern durchgesucht. Wie sonst kein anderes COD. Und ja, also die Grafik ist wunderschön, es ist einfach alles wunderschön, nur ja, es gibt ein paar Bugs, aber das ist ja normal, ist ja noch die Beta. Ja, könnte ich ja selbst überzeugen, was ich bestimmt habe, die meisten von euch oder verschiedene von euch sowieso Black Ops 3 also vorbestellen, jetzt können sie die Beta spielen. Ja, erstmal entschuldigen, dass so lange also keine Videos kamen, aber ich war nie zu Hause in dieser Zeit, ich war immer unterwegs, deshalb konnte ich keine Videos produzieren. Das war auch nicht geplant. So. Und wie ihr gerade gesehen habt, man kann ultra krass Wallbang in diesem Spiel. Und irgendwie die Hellstorm, ich habe jetzt als letztes Streak da dabei, das ist also so OP, die Streak, die basiert einfach alles, damit kann man locker Quadfeeds reißen oder keine Ahnung, das ganze Team auslöschen hatte ich auch schon einmal, das ist richtig krass. Mit dem rumgeboostet ist eigentlich ganz so, also meistens bewegt man sich am Boden, also man boostet eigentlich gar nicht so viel, wenn man das jetzt denken würde. Das unter Wasser, also einfach die Grafik und man unter Wasser hier, das ist so geil gemacht. Wie ihr seht, unten rechts habe ich jetzt meine Spezialfähigkeit. Das sind die Gravity, also die Spikes, die man in den Boden rammt und dann stirbt jeder im Umkreis. Sind richtig geil. Ich habe aber auch schon die den Bogen ausprobiert und ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Also das Mädchen, das den Bogen hat, man kann immer zwei Fähigkeiten haben. Person. Und ja, man, es gibt eben dann auch, er macht da 1, er macht da 7, die ist ultra okay. Also man kann dann eben immer zwei Fähigkeiten pro Person machen, also auswählen, entweder die eine Fähigkeit freischalten oder die andere. Und ja, dann von dem Mitch mit dem Bogen ist noch eine Fähigkeit, dass sie dass sie irgendwie durch Wände sehen kann für eine kurze Zeit. Das heißt, man wird wie bei AW, wenn man die Drohne hat, so Warlock-mäßig, wird man dann angezeigt. Aber der angezeigt wird, sieht auch, dass er überhaupt angezeigt wird. Das heißt, man kann sich auch noch, also man weiß, dass irgendwo jemand in der Nähe ist, der die Fähigkeit einsetzt. Ich laufe hier gerade im Kreis. Oh, fuck, Mann. Okay, also das mit dem Wallrunner ist ultra geil, aber manchmal ist so verbuggt, man, er hält sich einfach nicht fest oder so. Das ist richtig belastend, aber er geht. Die Gravity Spikes sind ultra krass, wenn man sie bei einer Flagge oder irgendwo einsetzt, wo sehr viele Leute sind, dann setzen sie einfach ein und ja, sie haben doch einen relativ hohen Radius.
Ich vergesse das immer mit dem, dass unten das Weiße da aufgeladen sein muss, damit man boosten kann. Das heißt, wenn man nach vorne boostet, ist die Hälfte schon weg. Und dann kann man fast nicht mehr hochboosten. Ach ja, und die Stuntgranaten, die sind so OP. Also eigentlich alles im Spiel ist relativ OP. Das ist richtig, richtig krass. Oh fuck, nichts mehr. Ja. Auf jeden Fall könnt, also schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Spiel so findet, ob ihr auch so gehypt wie ich bin. Ich freue mich so krass auf das richtige Spiel. Das, also ich finde, meiner Meinung nach ist das bis jetzt so vom Movement und alles her so ein geiles Spiel. Ich finde es sogar besser als Black Ops 2. Aber Black Ops 2 ist ja auch 3 Jahre alt. Lol. Nein, oh Mann, ich hatte immer nicht mehr. Oh, können ja noch die M8A7. Die ist auch richtig OP. Manchmal killt die sogar mit einem Burst. Liegt er dahin. Und ja, die Razorback, mit der ich jetzt die ganze Zeit gespielt habe, das ist auch, oh, also schon, oh Lord. Ja, das war knapp. Okay, wir haben verloren, ist jetzt nicht so ein guter Score, aber ja, also es spielen sehr viele Deutsche, das kann man nicht verneinen. Also es spielen so viele Deutsche dieses Spiel gerade, oder die, also die Beta. Das ist so krass. Auch sehr viele Abwacker, aber also Camper habe ich jetzt noch fast keine gesehen. Es gibt eigentlich keine Stelle, wo man richtig campen kann in diesem Spiel. Ja, dann würde ich mich verabschieden von euch. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.